Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Minecraft Infinite World. Ja, zwei, drei Sachen. Zuerst, das Serverprojekt stand ja hier ganz kurz vorm Abbruch. Das habe ich ja auch schon in einem anderen Video auch schon mal erwähnt. Zum Glück ist auf jeden Fall der Server allerdings auch wieder gerettet. Das heißt, für euch hat es allerdings, ich habe das ja sowieso eigentlich auf meinem Kanal auch überhaupt gar nicht mitbekommen. Bis jetzt eigentlich im Grunde genommen. Weil ich hatte nämlich eine ausreichende Vorproduktion, nämlich von irgendwas um die 3 Wochen. Also wäre das für mich auch sowieso kein großes Problem gewesen. Weil ich wollte, wie gesagt, ich wollte unbedingt bei dem Minecraft-Enemy-Projekt ein Stück weit weiterkommen. Stichwort Enemy. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Wie gesagt, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich relativ frisch noch noch das Video mit dem Black Mask halt erstellt und gemacht und so weiter, blablabla. Ich gehe mal davon aus, dass sich da im Grunde genommen nichts mehr ergeben wird. Das bedeutet, ich bin momentan vom heutigen Stand her bin ich halt der Meinung, dass das Projekt nicht fortgesetzt wird von meiner Seite aus. Und deswegen wird da vermutlicherweise auch nichts passieren. So. Ich habe mich hier schon mal ein bisschen umgeschaut, bin jetzt schon mal 20 Minuten hier auf dem Server, um überhaupt zu sehen und zu wissen, was habe ich überhaupt gemacht und was ist überhaupt passiert. Ich weiß nicht, irgendwie ist die normale Query ist irgendwie ausgelaufen, funktioniert irgendwie nicht mehr, also da ist auf jeden Fall irgendwas ist da, auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall funktioniert das funktioniert auf jeden Fall leider nicht. Naja, okay, wie dem auch sei, es wird so sein, dass ich mich jetzt erstmal irgendwas hier snacke. Nehme ich einfach mal hier zum Beispiel sowas. Oder hier sowas. Ja? So, das heißt, ich gehe hier mal hin, weil ihr seht schon, meine Hungeranzeige, die ist hier irgendwie. Das funktioniert so nicht. Ne? Das funktioniert so einfach nicht mehr. Deswegen packe ich das Zeug hier einfach mal rein. Und schaue einfach mal, was das ME-System da so hergibt. Haben wir hier noch ein bisschen was an schönen Fischi? Ne, haben wir jetzt hier gar nichts. Da haben wir leider gar nichts dran. Das ist schade. Aber okay, gut. Jetzt wird auf jeden Fall der Fisch hier ein bisschen aufgeladen und so weiter. Okay, gut. Ja, Sulfurklaude, das brauchen wir nicht unbedingt. Was wir als nächstes brauchen, ist, was ist so die Zielsetzung für diese Folge überhaupt erstmal? Erstmal was zu essen zu bekommen. Das wäre schon mal schön. So. Okay, ja, Kisten sind voll, die müssen auf jeden Fall da oben auch ausgeleert werden. Ja, ich habe in der letzten Folge habe ich hier den Killer Joe gehabt. Das funktioniert allerdings leider nicht so besonders gut, wie ich mir das ganz gerne gewünscht habe. Weil ich dafür verschiedene Sachen brauche. Ich brauche das Nutrient. So, nun habe ich mir natürlich überlegt, wie bekomme ich dieses Nutrient? Ja? So, das ist relativ aufwendig. Mal schauen, wie viele Folgen wir dafür gebrauchen, um diesen Killer Joe hier. Ich mag den irgendwie eigentlich, um diesen Killer Joe hier ganz einfach heranzubekommen. Da werden wir mal sehen, wie lange wir dafür benötigen werden. Nun ja, die erste Sache wird sein, dass wir auf jeden Fall erst einmal unsere Farming Station ein Stück weit ausstatten. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Farming Station von Ender.io. Das bedeutet, wir brauchen das hier und wir haben davon leider gar nichts. Ein Machine Chase, das kriegen wir ran, das ist kein Problem. Diamond Hoe. Wir haben auch noch ranbekommen, das ist auch okay. Dann brauche ich auf jeden Fall den Z-Logic Controller. Da weiß ich nicht, habe ich eine Slice and Spice Machine? Ja, die habe ich sogar. Ich habe sogar eine Slice and Spice Machine. Und ich brauche dafür Solarium, Silikon und Redstone und den Kopf. So, das heißt Solarium, das haben wir. Nehme ich einfach mal alles. Redstone. Was noch? Solarium, Redstone? Ach, ich habe schon wieder vergessen, oder? Das ist doch kacke. Aber naja. Okay, Silikon und einen Kopf. Silikon. Ja, das haben wir auch noch. Und einen Kopf, ne? Einen Head. Ja, irgendwie. Ein Zombie-Head war es, glaube ich, gewesen. Geht, glaube ich, aber auch an andere Köpfe. Das ist, glaube ich, egal. Vom Ding her, ne? So, einmal hier rein. Zack, zack. Oder so hier dann, ja, okay. Und so, da bekommen wir da auf jeden Fall gerade gleich was raus. So, das nächste wäre dann auf jeden Fall bei der Farming Station. Farming Station wären dann auf jeden Fall die Pulsating Crystals aus Pulsating Iron. Wie macht man das nochmal? Haben wir das noch da? Pulsating Farming Station. Schauen wir mal, ob wir das hier herstellen können. 1, 2. Okay, das haben wir sogar. Das ist doch schön.
Ja, dann fehlt es eigentlich nur noch an dem Z-Logic-Controller und dann ist der Killer Joe fertig. Ne? So, ganz klassisch. So, die Farming Station. Okay, da haben wir sie. Ach nee, da ist er. So, okay, da haben wir sie. So, dann wäre das nächste Ding, wäre auf jeden Fall unsere Cam, unsere Conduits. Da brauchen wir auf jeden Fall ja ein paar. Also wir brauchen ja die Energy Conduits, wir haben hier Fluid, brauchen wir nicht unbedingt. Wir bräuchten, wenn dann noch die Item Conduits, ja, die werden nochmal ganz nice. Haben wir das hier überhaupt schon mit Item Conduits eigentlich hier verbunden? Ja, es wird nicht ganz reichen, ne, mit den Item Conduits. Das heißt, wir werden nochmal ein paar mehr benötigen. Ja, okay, gut, dann machen wir hier Item Conduit, Conduit, zack. Und schauen wir mal, was, ob das reicht. Eins, zwei. Ja, das reicht doch. Das reicht doch erstmal so für den Moment. Mir auf jeden Fall aus. So, dann haben wir das. So, ja, die Energy. Okay, gut, das kriegen wir auch noch hin. So, okay. So, ein kleines Problem wird sein. Das fällt mir gerade ein. Dass wir nämlich einen Bucket noch benötigen. Also, Bucket. Da haben wir, ne? Das ist nämlich der Water Bucket. So, dieser Water Bucket, der muss nämlich gleich zum Einsatz kommen, ein Stück weit. So, und dann weiß ich auch noch nicht. So, ich würde nämlich sagen, ne, dass wir nämlich diese Verbindung hier gleich weiter nutzen. Nehmen wir das hier so hier. Dann müsste man... Ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Hey. Ich würde das hier unten gerne reinleiten wollen, ne? Aber wie komme ich denn da jetzt ran? Am besten. Dann wären wir jetzt hier. Okay. Das hier ist scheinbar. Achso, das ist auch noch ein Überbleibsel von früher. Am Anfang erst ein bisschen damit gebaut habe, aber was ja nicht mehr so nötig ist mittlerweile, weil ich ja auf Conduits umgestellt habe. So, ich habe gar. Ja, okay, ich habe noch nicht das Jetpack wieder am Start. Aber das kriegen wir hin. Okay. So, dann würde ich nämlich sagen, muss mal so und zack, 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 zack rein und. Gehen einfach mal hier mit einer Energieleitung hier lang. Ja? Ja, ich weiß schon, jetzt dauert das hier ein bisschen. Aber ich habe. Oh, okay. Den Durchbruch, den habe ich sogar schon. Das ist doch schon mal schön. So, machen wir hier lang. Und dann. Hier lang. Okay. So, dann können wir hier eigentlich auch genau. Ja, hier ist ja schon das Konduit dran. Das heißt, wir können. Hier, naja, gut, da nicht. Da, oder da. Naja, es ist so ein bisschen Bastelei halt, ne, mit dem Zeugs hier, aber. Oh, lol. Dein Ernst? So, das haben wir. Das ist doch schon mal schön. So, jetzt brauchen wir als nächstes. Brauchen wir das hier durch. Okay, gut, das sollte so nicht sein. Okay, warte mal. Ja, lalalala. Okay, dann. Ja, okay, dann kommen wir hier durch. Das ist schön. So, dann wird uns vermutlicherweise gleich irgendwie ein bisschen Wasser entgegenkommen, schätze ich mal. Ja, da kommt die Wasserquelle. Genau. Okay. Genau, so soll es nämlich sein. Okay. So, dann soll nämlich hier. Hier oben ran soll nämlich der. Ja, erstmal. Erstmal killen wir. Killen wir hier mal eine Runde. Zack, zack. Okay. So, noch eine Spinne am Stissel, ja, okay.
So, hier oben drauf soll nämlich auf jeden Fall die Farming Station. Ja, so, die Farming Station, die soll nämlich hier oben drauf. Einfach, ganz klassisch. So, da ist er nämlich auch schon. So, und dann soll hier unten drunter, soll dann nämlich hier gleich der Weg gelegt werden. So, das bedeutet, wir brauchen als allererstes das Item und das Energy Conduit. Das heißt, als allererstes das das hier. Und dann, ja, so nicht. Okay. So, jetzt kann man den auch einstellen, halt im Grunde genommen. Extract, Insert, Extract, General Green, Insert, Item. Ne, einfügen soll es nicht, herausfiltern soll das halt auf jeden Fall. Insert. So, müsste eigentlich dann funktionieren, wenn ich das richtig eingestellt habe jetzt, dann passt das. Warte mal. Ja, genau, wunderbar. Sieht doch auf jeden Fall schon mal gut aus. So, und eigentlich hier oben. Ja, genau. So, zack, 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 zack. Ah. Und hepp. Und hepp. So, das sieht wunderbar aus. Also, das gefällt mir echt gut. Ich gehe lieber hier nochmal 1, 2 nach unten. Hier auf jeden Fall nochmal die Lücke hier auf jeden Fall nochmal zu schließen. Das wäre nochmal, also das, was ich gerade hier durch den Bau halt im Grunde genommen gemacht habe. Ja, warte mal. Wir machen hier lieber das hier nochmal zu. So, das ist auch nochmal ein bisschen, zumindest ein bisschen Lag minder da. Genau, jetzt ist hier keine Ho drin, okay. Gut, das ist ein Stück weit calculated auf jeden Fall. Gewisse Art und Weise, aber das kriegen wir noch hin. So, no Ho. Also der braucht die Ho auf jeden Fall. Weiß ich jetzt nicht. Ich hatte mir. Ah, das ist jetzt die Scheiße, Mann. Das weiß ich halt jetzt nicht. Nicht habe ich mich in die Arsch gerade gleich, wenn nicht, muss ich das Kabel doch mal anders ziehen. Ich hatte mir nämlich eigentlich überlegt. Ich hab da eigentlich eine Kleinigkeit überlegt gehabt. Aber bin mir jetzt gerade nicht. Bin mir gerade echt nicht so sicher, wie das ist, Alter. Lol. Muss ich erstmal basteln. Und zwar folgendes. Bei Ender.io ist es nämlich so. Aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht habt ihr da noch einen Tipp irgendwie. Du kannst ja hier verschiedene Sachen halt auf jeden Fall basteln halt, ne? Das ist ja kein großes Problem. Aber du kannst zum Beispiel, was gibt's denn noch? Was ist das hier überhaupt? Ender.io? Allows remote access to nearby blocks. Okay. Better bet. Dimension must be placed in the okay. So, das ist ja Travel Anchor eigentlich doch, oder? Wie behindert eine Painting Machine? Ich frage jetzt, was ich wollte. Fängt halt schon an. Jetzt nehmen wir Item Towards You. Okay, mach die Power Active. Ja, gut. Bar. Problem ist halt, dass wir halt hier nur die Scheren haben, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Es gibt keine Ho, soweit ich das halt gesehen habe. Das ist leider so ein bisschen mein Problem halt an der ganzen Sache mit Ender.io gerade. Das heißt, ich probiere es halt einfach mal. Dark Shears, das kann ja jetzt im Grunde nochmal doch nicht schaden halt, ne? So, das haben wir hier sogar, zack. So. Empowered. Und die einfach hier aufladen dann, oder was? So, wie sieht das aus? Ne, warte mal, was? Empowered Weapon Crystal plus 10 Level. So, okay. Aber warte mal, wir könnten doch theoretisch. Also, das war jetzt halt so meine Überlegung gewesen. Weil man kann ja. Wie sieht das denn aus? Das müsste eigentlich gehen. Also, wenn ich jetzt das hier hineinlege. Trotzdem No-Ho vorhanden. Es könnte halt sein, was halt für sein kann, ist. Ich meine, dass er halt dann trotzdem die Schere benutzt. Mal was essen, die ich was noch. Okay, alles. Okay, alles klar. Guten Hunger. So.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Testen wir einfach mal aus. Bin ich mir gar nicht so sicher. Das ist jetzt so ein bisschen advanced, so gesehen. Schauen wir mal. Das heißt, ich brauche als allererstes mal einfach mal eine Hoe. Gibt es eigentlich auch eine Hoe, die halt irgendwie so ein bisschen man bepowern kann? Ja, auch noch ganz interessant. Ah, Dragonic Hoe. Die könnte man halt auf jeden Fall bepowern, ne? Ja, kann ich gar nicht bauen. Basteln damit. Awakened Core. Übern Core. Ansonsten irgendwie eine Ho. Void Ho. Over Ho. Electric Ho. Gäbe es. Aus Industrial Craft. Aber dass man die dann. Ja gut, aber das ist ja auch nur die. Kannst du ja nirgendwo reinlegen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man die halt aus. Aus Dragonic Evolution, dass man diese Ho dann halt auch gut verwenden kann. Ja, ansonsten nehmen wir jetzt halt einfach mal im Grunde genommen eine Rubin-Ho, Ruby-Ho. Gut ist. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Und wir versuchen jetzt das hier auf jeden Fall. Und hier nochmal einen Vibrant Crystal. Vibrant Crystal. Das den nehmen wir uns, packen wir uns hier nochmal zusammen. Okay. Und das war, glaube ich, im Soulbinder war das, glaube ich, ne? Depending Machine, oder war das hier? Ah, hier ist der Soulbinder, okay. Bedeutet Soul Vial, also das und das. Der stand doch drauf, warte mal. Empowered, Wipe und Crystal. Anvil Upgrades. Achso, Anvil. Das heißt, wir brauchen erstmal überhaupt einen Anvil. Ah, okay. Anvil, okay. So, okay. Oh, das haben wir sogar. Das ist ja nett. Das geht ja. So, also im Grunde genommen das und das. Das wollen wir wahrscheinlich. Enchantment Coasts, ja, okay. Okay. So, das bedeutet. Zack und zack. Andersrum. Immer noch andersrum. So, jetzt sind die auf jeden Fall empowered, die Dinger. Okay, das war gerade so ein kleiner Bug gewesen. Okay, empowered. Achso, Empowered 2, 50% Damage by Power. Empowered, okay. Schießt mal Blocks, schieb when Power Empowered, okay. Also es müsste halt hier, vom Ding her müsste es eigentlich funktionieren, aber man weiß es halt nie, ne. Das ist so ein bisschen das Problem halt. Habe ich jetzt hier nochmal, konnte ich hier Erde hinsetzen? Ne, konnte ich nicht. Na gut, dann nehmen wir hier nochmal ein bisschen Erde weg, ganz kurz. Muss aber eigentlich, muss es ja ausreichend sein. Kann doch nicht sein, dass man hier unbedingt die Ho benötigt, oder? Gut, dann nehmen wir jetzt auch die Dinger, nehmen wir jetzt auch noch raus, okay. So, warte mal, wenn ich jetzt sage, okay, gut, ich will das hier nehmen. So, was jetzt halt im Grunde genommen halt trotzdem noch fehlt, ist halt im Grunde genommen die Wasserressource, ne? Gewissen Teilen. Was? Keine Seeds? Ah, der hat die Seeds drin. Ah, okay, der hat keine Seeds. Ah, Alter, Falter. Das ist schlecht. Okay. Ja. Weil der soll jetzt eigentlich im Grunde genommen, soll er ja wirklich auch nur Weed herausfiltern. Wie war das? Correct. General Green. Ja. Insert Item Filter. Mariana's Joint the Game. Okay, Insert Item Filter. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall einen Item Filter. Muss ich mal checken. Also, so, dann schreiben wir mal hey. So, okay, dann gucken wir mal. Als nächstes. Ja, wie gesagt, ich habe mich darauf wenig vorbereitet. Ich denke, das merkt man ein Stück weit. Basic Item Filter.
fehlt mir die Chest hier wieder. Wood. Ich hätte auch eine Kiste oben abbauen können, ne? Das wäre auch gegangen. So, Item Filter. So. Ja, okay. Weiß schon, so, hopper, zack. Da müsste, eigentlich müsste der hier ausreichend sein. Gucken wir mal, damit kann man da halt auf jeden Fall ein bisschen was basteln. So. Gucken wir einfach mal. Das sind da ja noch gerade schön am Arbeiten. Okay. So, ich hau hier einfach mal einen Filter rein. So, jetzt kann man hier. Ah, hier, Whitelist. Whitelist. So, das hier. Zum Beispiel. Blacklist. Whitelist. Weed. Okay, das bedeutet, wenn ich jetzt sage. Das Ding ist halt, ich muss das jetzt hier erstmal austesten. Das ist ja bestimmt das Problem. No Seeds. Ja, okay, gut. Das mit den Seeds ist mir schon bewusst. Okay. Also eigentlich müsste halt jetzt, er müsste jetzt hier eigentlich wieder weiterarbeiten. Das heißt, es ist sowieso, glaube ich, jetzt hier im System angekommen, warte mal. Also was heißt im System? Wir haben ja noch kein so richtiges 100% System eigentlich, so vom Ding her. Ist es, wenn dann überhaupt, ist das hier, dann hier drin angekommen irgendwo? Mhm. Also hier dann vermutlich irgendwo. Nicht? Wo ist das denn sonst hingewandert? Ich hätte hier auch einfach weiterlaufen lassen können. Sehe ich gerade. Läuft das hier? Ja gut, das ist auch so ein bisschen Fusch am Bau, okay. Oh hä, yeah, wo ist das denn hingewandert? Wobei die Seeds hätten auch woanders noch einsortiert werden können. Das ist durchaus möglich. Ich finde es leider gerade echt nicht. Rein von der Theorie her hätte das Zeug jetzt hier alles hier reingemusst, theoretisch. Upgrades sind auch ausreichend drin. Ich weiß, ich finde es gerade nicht. Das ist echt heftig. Aber auch, ist eigentlich aber auch gar nichts drin dort. Da ist jetzt der Fischer voll gestackt. Wenn ich da was falsch eingestellt habe bei dem Fischer, könnte halt natürlich auch sein. Klicken das hier gleich einfach mal. Nö, ist auch einfach wirklich einfach alles raus. Extra hierin, der ist disabled hier. Immer auch der, also der Energie ist okay. Ja gut, Energie ist okay. Aber der Item ist disabled. Ich weiß gerade nicht, wo die Dinger hingegangen sind, ey. Das ist ja kacke. Ich finde es halt in diesen großen Kisten, finde ich es halt leider nicht. Ne, ist leider nichts da, ne? Wo ist es denn? Echt schwierig. Ach man, das ist richtig blöd. Na, ich weiß halt nicht, wo das jetzt hier. Wo ist das denn hingegangen, Alter? Was sind die Filter hier nicht mehr belegt dadurch? Durch den World Reset so gesehen. Da ist eigentlich alles okay. Can receive seeds vom Fischer. Put it down. Okay. Can receive seeds vom Fischer.
Ist doch was beim Fischer angekommen. Hä? Wieso das denn? Wieso das denn? Wirklich gerade. Ich verstehe es gerade leider nicht. Ist das halt doch nach oben gegangen irgendwie? Ich meine. Ja, da haben wir halt gerade ein kleines Problem. Die Problemlösung halt mit den Kabeln, das ist halt, weil du halt alles immer ein bisschen verbindest dann und dann deckt sich da irgendwo was rein und steckt sich hier wieder irgendwas rein, das ist ein bisschen abgefangen. Halt, konntest du halt schon fast denken, dass es hier beim Fischer selbst liegt. Eigentlich auch nicht. Nein, hier gar nicht daran liegen. Der hat halt keine Sieds da drin halt erstmal. Das ist halt erstmal das erste Problem. So, was wir machen können ist, das können wir relativ easy machen dort unten. Nämlich einfach mal sagen, dass wir hier die Rohre nochmal abbauen. Dass wir hier sagen, okay, gut, wir haben ja hier so gesehen auch eine leichte und einfache Verbindung. Achso, oder halt auch nicht. So, das heißt, wir könnten theoretisch sagen, wir bauen das hier ab. Also irgendwas klappt da immer noch nicht. Jetzt aber. Okay, so. Das heißt, wir packen das hier hin. Und das dahin. Und packen das dahin. Okay, so. Dann müsste man ja theoretischerweise sagen. Wir können ja trotzdem mal schauen, dass wir da nochmal einen. Mal gucken. Achso, wir haben die Cheetah Range haben wir hier drin. Das heißt, okay. So, das heißt, wenn überhaupt, müssen wir hier halt auf jeden Fall was ändern. Okay, ist es da? Oh, Shift Left Click on Conduit to Open Conduit Settings. Gut. Ui, Shift Links Click on Conduit. Shift Links Click. Ja, wüsste ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Ich hoffe, dass es gleich einfach funktioniert. Also, wie gesagt, irgendwo sind die ersten Teile, sind da auf jeden Fall irgendwo verschwunden. Wo auch immer die hingekommen sind. Die müssen ja theoretisch, die werden ja hier drin einsortiert. Von der Theorie her. Wenn ich jetzt die Bones, theoretisch müssten die Bones ja irgendwo. Oder hat jemand das wäre halt auch crazy, ne? Hat das jemand gemacht? Hat jemand die Ender Chest? Das daran könnte es halt auch liegen, ne? Okay, das wäre heftig. Also, okay, gut. Wir nehmen jetzt einfach mal... Weiß ich jetzt nicht. Dann müsst ihr eigentlich hier durchgehen, ne? Nehmen wir einfach mal die Planken, ne? Hier drin? Ja, die Blanken sind hier drin. Also die werden hier auf jeden Fall durchgehämmert. Mal schauen, die Blanken kommen hier hinten auch an. Wo die Knochen waren jetzt, weiß ich nicht, was ist mit den Knochen passiert? Ich kann mir halt nur vorstellen, dass es halt echt an der Chest hier liegt. Dass da irgendjemand den Farbcode kopiert hat. Wäre heftig, ne? Aber ich... wüsste jetzt auf die Schnelle nichts anderes. Das ist, ja, ist halt leider schon so. Ich baue jetzt einfach mal die Chest ab und dann können wir das ja mal probieren. Also das ist ja,
Ey, wer hat da den Code kopiert, oder? Wie gesagt, das wäre jetzt das Einzige, was mir einfallen würde gerade. Ja, Insert, Channel Green. Alles gut damit. Wie weit gegebenenfalls auch mal noch machen können ist, wir könnten sagen, warte mal, wir pappen das hier einfach mal hier ran, ne? Einfach nur um das einfach mal zu testen, ne? Insert. Also, so war dann der Modus halt gewesen. Das heißt, hier müssten dann theoretischerweise gleich die Seeds reinkommen. So. Und das wäre halt jetzt wichtig. Also, wie gesagt, irgendjemand, ich gehe mal davon aus, also, wie gesagt, dass halt irgendjemand scheinbar meinen Code kopiert hat. Nicht die netteste Art, aber okay. Gut, wir checken jetzt, wie gesagt, ich check das jetzt einfach mal im Grunde genommen. Jetzt ärgerlich, weil wir keine Seeds mehr haben. Also ein paar Seeds haben wir noch. Die Scheren nutzt er halt, glaube ich, nicht, ne? Also die sind auch nicht wirklich gepowert, ne, die Scheren, warte mal. Das könnte man halt vielleicht nochmal machen. Ist halt wirklich blöd, dass da halt wirklich keine Hoe halt mit dabei ist. Da bräuchtest du halt wirklich dann definitiv den anderen Mod. So, der hat jetzt hier, der powert das gerade, okay. So, wenn ich jetzt, die Frage ist jetzt natürlich die, wenn ich jetzt die Hoe herausnehme, warte mal, wenn ich jetzt die Hoe herausnehme, dann sagt er... Braucht das erstmal nicht, okay, gut. So, aber wenn ich jetzt die Scheren hier mit reinlege, ist jetzt die Frage, ne, wenn ich das jetzt hier mache, warte mal. Ah, fuck, das war ich. Ist ja halt aber auch wieder trotzdem immer noch das Zeug drin. Weiß ich jetzt nicht. Schade. Das ist echt. Irgendwas ist doch immer hier. So gut angefangen, die Folge. Oh, ich war so motiviert. Jetzt geht hier schon wieder die Hälfte nicht. Das ist ja nervig. Hier kommen halt auch nur. Hier kommen nur Fische rein, Alter. Also das, na gut, dann lag es halt definitiv nicht an der Ender Chest. Dann geht das irgendwo anders. Buggt das herum oder funktioniert nicht richtig. Oh, Ich wollte es gleich mit Tesserakten bauen. Ich hätte wissen müssen, dass das mit den Kabeln nichts wird, oder? So, das Problem ist, jetzt weiß ich halt trotzdem immer noch nicht, woran das liegt, der Bums. Ja? So, das ist die Whitelist. Das soll durchgelassen werden. Extract. Das heißt, wir haben hier auch überall permanent unsere Item-Conduits. Ja? So, ach, Herr Jemini. Das ist ein bisschen, ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen nervig. Weil ich gerade nicht weiß, wo der Fehler liegt. Bindet sich hier rein, ist immer noch hier drin. Es ist eigentlich alles richtig angeschlossen, Mann. Fischer kann es eigentlich auch nicht haben. Was ich halt machen kann, ist vielleicht sagen... Ja, weiß ich nicht. Redstone active with Signal, active without Signal. Redstone Mode könnte es vielleicht noch gelegen haben. Der hat ja trotzdem hier keinen. Ihr habt den Bone Mill Wheel will inserted into chest. Inserted into chest. Stance 23.
Okay, also das ist definitiv, das ist verbunden miteinander. Funktioniert auch. Nehmen wir die Potato noch raus. Wir nehmen auch nochmal die Potato Seeds raus. Das sind ja so gesehen die Seeds, ja, okay. Mit der Hoe funktioniert irgendwie nicht, so wie ich das möchte. Energie hat er keine. Und wieso hat er jetzt auch schon wieder keine Energie? Wieso hat er keine Energie eigentlich? Das ist aber jetzt hier das Energie. Ah, hier fehlt der Energy Conduit. Deswegen. Okay, gut, das ist mit der Energie war das definitiv gerade mein Fehler. Okay. Also die Energie ist definitiv meiner gewesen. My mistake. So, wo sieht's? Und zack, okay, so, jetzt hat er Energie. Aber der hat jetzt auf jeden Fall, hat er jetzt hier diese Scheren. So, das bedeutet, der nächste Schritt wäre jetzt zu testen. Ja, ja, war klar. No Ho. Okay. Geht das wirklich nur mit Ho? Scheinbar schon. Ja, lässt sich scheinbar nur mit Hope betreiben. Okay, das ist ein bisschen ärgerlich. Da muss man dann immer irgendwie, ja, muss ich dann irgendwie oben was draufbauen. Dass der dort immer irgendwie die Hose auf jeden Fall dort immer reinballert. Muss ich dann vorher ein paar mehr basteln. Damit das erstmal eine lange Zeit hält, bis ich dann halt bei Dragonic Evolution halt angekommen bin. Das ist ja aber kein Problem. So, jetzt müssen wir aber hier nochmal schauen, was er denn jetzt wirklich macht mit dem Material. Also. Okay, er hat jetzt den Weizen, bringt er jetzt hierher. Hier rein. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Also, jetzt ist allerdings die Frage, was macht er, wenn ich jetzt sage, Seed? Wo sind die Seeds jetzt? Hier. Okay. Was macht er eigentlich, wenn ich jetzt sage, okay, gut, ich habe, meine Seeds sind voll. Er soll sie ja nicht direkt abtransportieren. Das ist ja eigentlich nicht gefordert, theoretischerweise. So, wenn ich das jetzt hier einfach nochmal das hier im Grunde genommen mache, zack. Mal ein bisschen hier befeuere. Was soll man hier ein bisschen was machen? Okay, lalalala. Okay, haben wir noch welche? Ja, wir haben noch ein bisschen Bone Meal, haben wir noch. Ja, okay. Na? Ich hab das. Ich will das jetzt hier eigentlich nur gerade relativ voll ranbekommen, deswegen ist das für mich gerade so ein bisschen wichtig. Jetzt habe ich kein Bone Meal mehr. Das weiter auszutesten. Oh, das ist ja gemein. So, Configure.io. Achso, man könnte jetzt hier auch nochmal das hier konfigurieren. Okay. Ja, gut, auf jeden Fall, wie gesagt, er nimmt jetzt hier halt im Grunde genommen Zeug raus. Das ist ja schon gar nicht so schlecht. Er macht ja schon mal zumindest das, was er halt auf jeden Fall soll. Ja, schon mal relativ wichtig. Ja, gut, hat auf jeden Fall länger gedauert, als ich das geplant habe. Anfang lief gut der Folge. Der zweite Teil nicht mehr ganz so. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns einfach mal in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.